Mein Name ist Nishad Fatak und weil ich auch selber Industriedesign an der Hochschule München studiere, wäre es ein Traum, dem BMW-Designer über die Schulter zu schauen. Beim Designer will ich fragen, wie BMW in der Zukunft aussehen soll und was BMW einfach der Menschheit und der Welt anbietet. Hey. Hallo. Hallo, Nishad. Grüß dich. Hallo. Wie geht's? Gut, ganz gut. Das hier, ja, das war eigentlich unser Konzeptfahrzeug für den Roadster. Und das Thema war hier Interaction, also wie gehen wir mit Bedienung um. Und hier haben wir zum ersten Mal eingearbeitet ein AirTouch. Jetzt gehe ich hier zum Beispiel auf Media, ne? Play, bestätigen. Cool. Ja. Kommt Musik, Next. Willst du das mal ausprobieren? Ja, klar. Komm, wir machen es mal. Jo. Ist ganz fein. Genau, ganz fein. Natürlich, wie mit allen Sachen. Du gewöhnst dich dann dran nach einer Zeit, ja? Also super, gefällt mir. Ganz zukunftsmäßig. Sagen wir mal, wir haben hier eine Technologie und das Lenkrad muss übernommen werden. Da müssen wir es so gestalten, dass dann auch die Bedienung intuitiv erscheint. Wie zum Beispiel diese Kacheln, wie die gestaltet sind, das ist wieder die Aufgabe von uns Designern. Das ist die Herausforderung. Ja. Und wie wird dann in der nächsten Level von autonomen Fahren das Interieur auch schon? Wir haben eine Vision, das ist eine Skulptur. Und vielleicht gehen wir mal drüber und ich zeig dir da das Interieur. Klar. Ja? Das Exterieur war sekundär, ja, dass man auch zeigt, Interieur wird viel wichtiger, wenn das Auto autonom fährt. Ach, cool. Sehr geräumig, also das ist wirklich eine Freiheit, dass man in einem normalen Auto gar nicht spüren kann. Ich merke auch, dass die Sitzen breiter sind erstmal als ein normalen Auto. Irgendwie musst du ergonomisch den Fahrer halten, aber die Kopfstütze ist oben angebracht, ja, dass du eigentlich das Gefühl hast, ja, leicht, aber auch viel Licht. Oder auch zum Beispiel die Sitze hinten, du hast das Gefühl, du sitzt irgendwie auf einer Mooslandschaft und so. Alles so Themen, die Menschen, die umweltbewusst sind, schon sehr wichtig sind. Kann man mit diesem Screen auch interagieren? Du kriegst Informationen zu den ganzen Sehenswürdigkeit. Da siehst du zum Beispiel, siehst die Straße und dann kannst du quasi entdecken, was außen rum gibt. So live. Genau, das ist Live-Fahrt. Die Kamera hat es dann über Satellit komplett gekoppelt mit der Außenwelt. Ja? Mhm. Das Auto interagiert quasi mit der Umwelt. Wie wäre es in der Zukunft? Also noch Level 5 zum Beispiel? Bei Level 5 musst du gar nicht in diese Richtung sitzen, nur damit dir nicht schlecht wird. Du kannst eigentlich wie im Zug sitzen, ne, in beide Richtungen. Und schlafen kannst du dann auch. Das heißt, du gehst eigentlich zur Arbeit und steigst bei Level 5 gleich hinten ein. Du brauchst niemanden vorne. Ich bin sehr begeistert davon, von allen Antworten. Also vielen Dank nochmal. Und wird bestimmt als Info, als wichtiger Wissensschatz in meinem Studium weiterverwenden können. Super. Vielen Dank. Ich wünsche dir viel Erfolg. Vielen Dank. Und vielleicht sehen wir uns ja bald wieder. Jo, hoffe ich auch. Super, danke.